Herzlich willkommen zu Donkey Kong 3, dem vierten Let's Test, soweit ich weiß. Ja, hier gibt es diesmal nicht Jumpman oder Donkey Kong Jr., sondern Stanley, der Donkey Kong abschießen muss. Was auch der Grund ist, warum das Spiel, beziehungsweise womöglich der Grund ist, warum das Spiel nicht so bekannt ist, weil es eher ein Spiel ist, bei dem man schießt, statt, also es ist halt kein Jump'n'Run, man schießt der Donkey Kong mit dem Wasser ab. Kann ich ja auch nochmal genau erläutern, und zwar ist Donkey Kong in Stanleys wie nennt man das? In Stanleys Haus eingebrochen, in dem er Pflanzen züchtet. Gewächshaus. Hallo? Was ist denn das? Was soll ich denn dagegen machen? Ach, ich kann runtergehen. Ja, man hört jetzt meinen Controller ein bisschen. Und somit hätten wir es auch geschafft. Ach, die Pflanzen symbolisieren sozusagen meine Leben. Ich habe jetzt nur noch 5. Das war's schon. Falls es wen interessiert, zu diesem Spiel gibt es sogar noch einen Nachfolger von Hudson Soft, die es ja leider nicht mehr gibt. Der Witz ist, man kann A und B drücken. Was? Um zu schießen, weswegen das alles ein bisschen schneller geht. Ach, das ist schon Game Over. Verstehe. Was gibt's noch zu sagen? Ach, die übernehmen meine Pflanzen. Das ist nicht gut. Das ist tatsächlich nicht gut, wenn die meine Pflanzen übernehmen. Das macht auch, glaube ich, einen höheren Schwierigkeitsgrad aus. So, die Stage kriege ich ja eigentlich ganz gut hin. Perfekt. Sind es eigentlich diese Fliegenteile, sind es die aus Super Mario Land? Ach, da ist der jetzt wieder runtergerutscht? Ah, warum hat man nur ein Leben? Das ist doch scheiße. Oder? Hä? Ach, wenn man die abschießt, dann kommen... Nee, du stirbst jetzt. Ohne mich dabei abzuschießen. Dass er wieder runterkommt, finde ich scheiße. Ich hasse dieses Game. Mann. Mach ich mal Game B.
Was soll das denn? Okay, man merkt, glaube ich, dass ich nicht sonderlich begeistert von diesem Spiel bin. Falls wen interessiert, das Spiel kam in Japan am 4. Juli 1984 raus. Ja, lass die Pflanzen doch. So, die Stage habe ich. Virtual Console kam es für Wii, 3DS und Wii U raus. Ist ja übrigens cool, wenn man eine Virtual Console für die Switch kommt. Komm, 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 komm. Standy, von dem hört man doch gar nichts mehr, oder? Ich habe noch nie was von Standy gehört, um ehrlich zu sein. Geht weg, ihr scheiß Viecher. Ungeziefer. Was? Ich habe mich doch extra drunter gestellt. In Europa 3 Jahre später? Sogar über 3 Jahre später. Ah, jetzt habe ich außerdem wieder B geschafft. Nicht schlecht. Da kann ich nur spammen, also. Ich versuche jetzt nächste Runde mal so schnell wie möglich. Oh Mann. Ist es ein neuer Rekord? Ah, Mist, noch nicht. Doch, 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 fast, fast. Warum rennt er denn jedes Mal das rein? Lass doch die Pflanzen stehen. Ah, man kann die wieder zurückholen. Ah. Ach so, der kommt immer weiter runter. Es kann sein, dass er ganz unten ist. Shit. Aber neuer Rekord bis jetzt. Die Wasserflasche gibt es wahrscheinlich wieder weit genug oben. Hä? Was? Was habe ich denn da jetzt richtig gemacht? Oh lol, ich komme ja weiter. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Wie lange geht der Scheiß jetzt schon? 12 Minuten. So ist. Nee, 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 nee. Es ist ungewohnt, dass man auf Select und Start drücken musste.
Lass den Scheiß stehen. Perfekt. Aber es ist schon ein ganz schöner Zeitbonus. Lass meine Pflanzen stehen. So schlecht ist das Spiel doch nicht. Was? Das habe ich nicht. Ah, ich hab's gesehen, aber. Ich hab's gesehen, aber vergessen. Lass doch meine Pflanzen stehen. Das gibt's nicht. Ja, das Spiel ist doch scheiße. Hä? Wenn man alle Gegner besiegt hat, geht er dann auch, oder wie? Check ich nicht. Aber es ist ein gutes Prinzip. Dann besiege ich doch direkt jetzt mal alle Gegner. Man muss halt aufpassen, dass er nicht runterkommt. Und dass das nicht passiert. Ah, gibt's noch was zum Spiel zu sagen? Eigentlich nicht. Ich habe nebenbei immer noch so Mario Wiki offen. Besiege ich jetzt mal nur die Gegner. Inwieweit mir das möglich ist. Du nervst, okay. Ich will mal testen, ob Donkey Kong runterkommen kann. Jupp, er kommt runter. Ja, ich würde sagen Donkey Kong 3. Das Spiel von Hudson Soft werde ich mir auf jeden Fall angucken, zumindest in dem Let's Test kommt es ja theoretisch sowieso dran. Wobei man dazu sagen muss, dass es nie für eine Nintendo-Konsole rauskam. Also dieses Donkey Kong 3 Daikyakushu. Naja, das war's mit der Folge. Nächstes Mal gibt's Game & Watch, wollte ich nicht machen. Donkey Kong Jr. Marv. Trainiert man Mathe. Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Und ja, dann tschüss.